Ah, jetzt haben wir das Rezept erhalten. Okay. Dafür brauchen wir die Schienen einfach nur im Inventar. Wo war das? Sensorschiene mit einer Druckplatte und eine Aktivierungsschiene. Ah, mit der Redstone-Fackel. Ah, okay, die habe ich gemeint. Die habe ich gemeint. Oh, da ist nochmal was. Nee, Moment. Nee, Aktivierungsschiene ist wieder was anderes. Antriebsschiene. Was? Die wird aus Gold gemacht? Okay. Offenbar wird die aus Gold gemacht. Meine Güte, da musst du aber erstmal Gold haben. Die Sonne geht unter jetzt. Offiziell, die Sonne geht noch unter. Und wir sind jetzt bei Minute 27. Ah, dann ist es doch so, oder? Haben wir jetzt hier, das dauert vielleicht noch ein bisschen. 10 Minuten vielleicht noch, bis die untergeht. Dann sind wir vielleicht doch, dann stimmt die Einstellung doch, die ich noch gemacht habe. Dann dauert der Tag doch relativ lange. Okay, wir müssen jetzt irgendwo hier hochkommen und wir brauchen dann ein bisschen Licht hier drin. Wobei wir sowieso gleich wieder schlafen werden, sobald es dunkel ist. Nehmen mal die Fackel noch in die andere Hand, damit ihr auch was erkennen könnt. So, jetzt pass auf. Hier unten geht das los mit der ersten Treppe beim zweiten Block. Das heißt, hier geht eigentlich jetzt schon die Treppe hoch. Normalerweise. Das ist aber mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen zu früh. Deswegen fangen wir erst hier mit der Treppe an. Dann können wir nämlich immer noch schön auf unseren Balkon gehen, dessen Zweck sich mir noch nicht erschlossen hat, aber das habe ich mir halt einmal eingebildet. Wir haben noch zweimal Birkenholzbretter, das ist nicht viel. Ah, wir haben noch ganz viel Birkenstamm. Da hat der Vergangenheitstollfuß hat schon mal vorgesorgt. Sehr gut. Damit wir hier genügend haben. Ich wollte noch ein bisschen was basteln, damit wir hier oben das weghauen können. Okay. Und wir brauchen natürlich die Stufen, von denen ich aktuell auch keine mehr habe. Die Redstone-Gleise gibt es noch, okay. Aber dass die mit Bund ist schon immer mit Gold gemacht. Das ist ja Wucher, wenn wir da Gold einfließen lassen. Ah, jetzt wird schon sehr dunkel, ne? Wir sind jetzt bei 30. Es sind dann offenbar 30 Minuten und nicht 40 Minuten. Wir haben 30 Minuten Tag. Und mir kommt es vor, als wären das jetzt gerade mal 5 Minuten Tag gewesen. Wir haben 30 Minuten Tag, ja. Da geht die Sonne unter. Ein Kreis im Quadrat. Mit chinesischer Musik im Hintergrund. Oder japanischer. So, dann werde ich das mal hier noch kurz hochbasteln, damit wir einen Startpunkt haben. Wir haben hier eine Reihe Abstand gehalten, weil... Ah, okay, weil es hier nach draußen ging. Das heißt, wir müssten hier... auch hier anfangen quasi. So anfangen. Jetzt die Frage, ob wir das Geländer hier überhaupt stehen lassen. Ich glaube, ich lasse das jetzt einfach mal stehen, das Geländer. Das ist eigentlich okay. Das stört jetzt auch niemanden. Und jetzt muss ich hier oben mal kurz Platz machen. Könnten ja auch die Nacht durcharbeiten, aber ganz ehrlich, auch um euretwillen arbeite ich lieber tagsüber, weil es doch dann um einiges heller ist. Wobei jetzt mit der Fackel in der Hand geht's, oder? Kann man eigentlich ganz gut auch was erkennen. So. So. Könnten hier oben, wir können einfach nur eine Gerade nach oben machen.
Na, wir sind ja hier unten dann abgebogen, haben hier nochmal eine Ecke rüber gemacht. Ich habe das Gefühl, dass das jetzt nicht so hoch ist. Wir haben hier 1, 2, 3, 4. Habe ich das nicht hoch genug gemacht? 4. Ah, natürlich 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich glaube, wir haben es gemacht, weil es sonst zu groß geworden wäre. Ich glaube, irgendwo habe ich da noch was im Hinterkopf, dass ich das so geplant habe. Deswegen wird das vielleicht jetzt sogar passen, wenn wir hier geradeaus nach oben gehen. Und hier oben. Das so machen. Ich glaube, das ist okay. Hier vorne, ist schwierig. Hier vorne kommt auf alle Fälle kommt die Begrenzung noch her. Das heißt, man kommt hier hoch und läuft hier gleich mal gegen diese Holzding. Dann muss man hier umdrehen und hier rüber. Ich fürchte fast, wir müssen noch mal eine Kurve drehen. Da bin ich jetzt einfach mal so frei, dass wir hier das so machen. Wir haben hier unten, ich glaube, 4 Blöcke und dann eins nach oben gehen. Kann ich das so dran setzen? Gut. Da unten wuseln wieder alle rum hier. Gut, dass wir im geschützten Bereich sind. Der Wall, der ist noch nicht da, glaube ich. Der hat mir noch irgendwie einen Tipp gegeben. Er hat noch nicht gesagt, wie das funktioniert, aber er hat gesagt, die Option, dass unsere Tür hier unten automatisch aufgeht. Momentan ist das ja so mit der Druckplatte, dass die auch aufgeht, wenn ich von draußen komme. Die habe ich schon bei mir irgendwo in meinen Lagerkisten. Aber deutlicher ist er nicht geworden. Deswegen hänge ich da noch ein bisschen auf den Schlauch und kann dann noch nicht sagen, was er da genau meint. Dass ich quasi von außen, wenn ich reinkomme, auch automatisch die Tür öffnen kann. Aber die gegnerischen Mobs hier, die können das nicht. Und da weiß ich noch nicht so ganz, was er gemeint hat. Aber vielleicht weiß einer von euch das, was es da noch für Optionen gibt. Ich will ja nicht irgendwie auf einen Schalter drücken oder so. Das ist ja viel zu umständlich. Oh, wir müssen hier noch zumachen, oder? Bei Stück, genau. Aber irgendwas hat er gemeint. Vielleicht kann man mittlerweile einstellen, dass man, dass die Mobs irgendwie die Schalter nicht mehr betätigen können oder so. Irgend sowas würde ich mir jetzt einfach mal vorstellen. So, ich hau mal hier die ganze schwarze Eiche weg. Dann ist das jetzt relativ schnell gegangen. Wenn die anderen Projekte, die ich geplant habe, jetzt auch so schnell gehen, dann sind wir ja hier in 3 Stunden fertig. Die Musik sehr laut. Sag mal eben nichts. Ich glaube, die ist nur bei mir so laut. So. Ich freue mich auf alle Fälle schon mal auf die ersten Tests mit der Lava. Wir werden das in gebührendem Abstand unseres Häuschens erstmal machen. Bevor wir hier irgendwo die Kisten mit reinbringen, die Lavakisten. Bin gerade am Überlegen, ob wir irgendwo, das hier in diesem Durchgang war, als wir angegriffen wurden von einem, keine Ahnung, Magier oder was, der uns die komischen Giftportionen auf den Kopf geschmissen hat. Oder ob das bei mir in einem Testdurchgang war. Ah, ich glaube, das war auf der Suche, als wir uns noch auf die Suche nach einem Bauplatz gemacht haben, ganz zu Anfang. Ich glaube, da habe ich so eine Potion an den Kopf bekommen. Ich hätte mich nämlich gern mal gerecht bei ihm.
dass man ihm einen Besuch abstattet und vielleicht dann irgendwie mit Gegengift oder so da ein bisschen entgegenwirkt und ja, ihm ein bisschen mehr Respekt abbringt. Was habe ich denn hier für ein Loch jetzt? Jetzt habe ich hier vorne ein Loch. Das müssen wir irgendwie schließen. Also die Höhe unserer Dings ist ja so. Da muss ich hier einfach zumachen. So. Ja, ist auch okay. Schön. Und jetzt arbeiten wir halt doch die Nacht wieder durch. So, hier ist irgendwo dann... sollen wir hier gleich mal probieren, dass wir das mit Bruchstein verstärken? Ich baue mal eben... Oder vielleicht habe ich sogar was. Ich baue mal eben so komische L-Stücke. Ah, wir haben sogar noch Bruchsteintreppe. Die Frage ist, ich würde die nämlich ganz gern so T-mäßig anrichten. Also eins oben, eins unten. Ich zeige euch gleich mal, wie ich das meine. Muss erst noch hier aufräumen. So, also das muss nochmal weg. Oder? Ja. Weil der Bereich hier, der muss auf alle Fälle dann mit... mit Dings sein. Jetzt ist er umgekehrt dort. Nee, so war das nicht gedacht. Eher umgekehrt jetzt, pass auf. Nein. Ja, sag mal. Müssen wir eben das hier wegmachen. Ist hier irgendwie so ran. Nee, jetzt stimmt's oben wieder nicht. Das muss genau andersrum drauf. Das muss eigentlich so drauf. Ne, dass man oben und unten so eine Verzierung hat. Man kann wahrscheinlich immer noch drüber laufen. Was natürlich blöd ist, weil ich dann mitten in die Oh nein, kann man nicht. Man kann hier nicht reinlaufen. Allerdings, wie mache ich jetzt das Eckstückchen hier? Das hier. Das müsste dann irgendwie so sein. Ach, das ist doch kacke. Sieht nicht gut aus. Gefällt mir überhaupt nicht. Aber wir müssen es irgendwie mit Stein machen. Wir können auch einfach nur diese, den hier und 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 den und den und den. Könnten wir einfach nur zu Stein machen. Ich dachte, ich mache es ein bisschen fancy. Irgendwie so eine Erhöhung rein oder so ein bisschen schönes Muster. Aber das klappt nicht so wirklich. Der hier, das ist der hier. Und da kann ich mit so Stufen überhaupt nicht arbeiten. Weil man ja Stufen nicht irgendwie
im 45-Grad-Winkel anrichten kann. Hm. Es gibt meines Wissens ja keine Eckstufen. Wenn ich jetzt hier mal diese Stufe ransetze, das sieht nicht gut aus. Macht überhaupt keinen Sinn. Okay, wir bauen das ganz normal ran. Ohne diese Stufen. Nur mit Bruchstein erstmal. Wir könnten natürlich auch anderes. Oh, haben wir vielleicht irgendwie was Schöneres? Auch Stein, aber was Schöneres. Ich muss mal kurz was essen. Ich springe hier dauernd runter. Und breche mir jedes Mal die Knochen. Und jedes Mal verliere ich bisschen mehr Herzen. Haben wir ein bisschen was anderes, ne? Ich will nicht immer Bruchstein verwenden. Den Diorit zum Beispiel. Diorit, das ist Kies Andesit. Ich glaube aber, Andesit sieht ziemlich ähnlich dem Bruchstein aus, beziehungsweise dem normalen Stein. Ja, der war... Naja. Vielleicht wäre auch Keramik eine Option, aber da weiß ich nicht. Zum einen... ob das brennt und wie man Keramik herstellt. Rüstung. Wo habe ich denn diese Blöcke? Blaue Keramik, da haben wir auch. Wir hätten orangene Keramik. Okay. Vielleicht, dass wir einen Test machen mit orangener Keramik. Das brennt doch nicht. Das brennt doch nie und nimmer. Keramik kann doch nicht brennen. So. Und dann haben wir nämlich gleich mal schön den orangenen Tollfuß, die orangene Tollfußfarbe. Auch hier mittendrin. So, das heißt, wir müssen hier was dran setzen. Dann hier wieder normales Holz. So. Ist das so richtig? 1, 2, 3, doch. Okay. Und dann schauen wir mal, ob das überhaupt brennt. Aber ich gehe mal davon aus, nein. So, dann machen wir hier zu. Bis wir hier offen gelassen. Nee, da ist auch noch alles zu. So, und dann schauen wir mal, ob wir unseren Kopf stoßen. Ah, das wird aber schon sehr knapp jetzt hier. Da würde ich fast sagen, wir schmeißen diese Blöcke nochmal weg. Der Stream hängt. Ich schau mal eben, ob er hängt. Also bei mir läuft er. Vielleicht einmal mal kurz neu starten. Ich schau mal, ob der Ton passt. Kurz neu starten. Ich schau mal, ob der Ton... Ja, sieht auch gut aus. Nö. Bei Nahadur läuft es auch. Höbisch, da musst du vielleicht mal kurz F5 drücken oder so. Okay. Also wir lassen das hier so offen jetzt, damit wir hier genügend Freiraum haben für unseren Kopf. Das ist wichtig. Kann ich eigentlich von hier unten, gemacht, von hier unten auch bauen? Ja. Geht ja viel schneller, wie wenn ich oben einfach nur immer mich entsprechend positioniere. Das ganz schön hier mit dem Tollfuß jetzt. Orange. Schöner auf alle Fälle, denke ich mal, wie der reguläre Bruchstein.
wird sehr finster jetzt dann, ne, wenn wir hier zumachen. Es wird sehr dunkel. Oder wir hätten... Oh, ein Glasdach. Ein Glasdach wäre auch noch eine Option. Da müssen wir aber noch mal ein bisschen Sand uns holen. Aber das wäre auch schön, dass hier oben einfach so wie in einem Wintergarten schön alles offen ist. Und dann würde auch genügend Licht reinkommen. Mach mal alles zu. So. Wir warten mal ab, wie es so ist, wenn dann die Lava durchfließt. Ob es dann entsprechend schöner wird, aber erstmal so lassen wir das. So, ich mache hier mal die Lücke zu. Weil ich sonst wieder runterfalle. Und dann müssen wir hier unten auch nochmal Keramik ransetzen. Und wir müssen hier oben natürlich wieder ein Geländer machen. So. Hier auch noch. Ich habe ja gesagt, ich will ja eigentlich hier auch was machen, aber das funktioniert offenbar nicht so. Oh Gott, das sieht ja aus wie Kraut und Rüben. Nein, das können wir doch nicht so lassen. Das geht jetzt eigentlich, oder? Das ist aber ganz okay. So. Es, ne? Man hat halt leider keine andere Möglichkeit, hier quer zu bauen. So, jetzt habe ich noch 3 Stück. Die erreichen nicht mehr. Habe ich da noch was? Nein, keinen Zaun mehr. Der Zaun wurde gemacht. Waren da nicht auch Stöcke mit involviert? Das ist ein Zauntor. Vielleicht umgekehrt. Ja. So, dann hier vorne noch. Damit ja auch wirklich niemand runterfällt. Also wirklich niemand. Das hier können wir lassen. Sonst habe ich hier eine Lücke. Sehr schön. Und dann machen wir hier oben einen Deckel drauf. Und bin mir noch nicht sicher, wo wir dann das Netherfeuer hinmachen. Ob wir auf den Deckel dann oben das Feuer drauf machen oder hier irgendwo. Eigentlich ist ja hier dann der Platz, wo die Lava runterfällt. Und auf dem Deckel würde ich dann das Feuer vom Nether drauf machen. Damit man es auch wirklich schön sehen kann. Aber wenn ich das jetzt hier reinmachen würde irgendwie, dann würde man das vielleicht gar nicht sehen. Müssen wir mal schauen, wie hoch wir das überhaupt machen. Größer ist ja nicht immer besser, habe ich gelernt. Vor allem, wenn du dann wirklich wieder so überdimensioniert baust, dann hast du so viel Freifläche, dass du einfach das einfach nicht mehr gut ausschaut. Und dann lieber ein bisschen kleiner bleiben und dann passt das schon. Ich weiß gar nicht, was wir hier oben überhaupt noch hinmachen sollen. Keine Ahnung. Irgendwie eine geheime Hanfplantage oder so. Dann räumen wir mal auf das ganze Zeug wieder rein. Andesit kommt wieder rein. Diorit kommt wieder rein. Braucht kein Mensch mehr. Und dann, jetzt habe ich natürlich... Ah, keiner von euch hat was gesagt, ne? In der Nacht hätte man eigentlich schauen können, ob wir irgendwo in der Ferne ein Lavabecken sehen.